stylisch, cool und ja, einfach lässig. Also das Material ist richtig gut und also es hält auch richtig warm, was auch immer ganz gut ist für den Wintersport. Ja, jetzt geht es richtig los. Das ist der Startschuss zu der Road to Peking und gefällt mir sehr gut. Modern, praktisch und was wir gehört haben, die Sportlerinnen und Sportler sind auch begeistert und das geht es. Wir versuchen natürlich wie immer den Athletinnen und Athleten die bestmöglichen Schuhe anzubieten. Wir haben einen tollen Trainingsschuh, einen Laufschuh und dann natürlich einen Winterschuh, damit sie dann bei den Temperaturen keine kalten Füße bekommen. Diesmal haben wir natürlich wieder unser Bestes in die Kollektion mit einfließen lassen, in Zusammenarbeit natürlich mit den Sportlern, welche Rückmeldungen wir bekommen haben. Die Kollektion für das Paralympische Komitee und für das Olympische Komitee umfasst 20 Teile. Es ist ein bisschen was anderes. Diesmal grau-rot statt weiß-rot. Ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher, wenn man im paralympischen Dorf nachher Spaghetti isst und halt haben wir daneben botzt, dass man nicht gleich die Spritzer sieht. Der Startschuss heute war natürlich wie jedes Mal genial. Wir leben natürlich die Inklusion im vollen Sinne. Wir stellen natürlich die gleiche Ware zur Verfügung. Wir sind seit vielen Jahren auch Partner des Paralympischen Komitees und uns ist es sehr wichtig, dass hier Olympisches Komitee und Paralympisches Komitee gemeinsam ausgestattet werden. Die erste Kollektionspräsentation, die wir gemeinsam mit dem Österreichischen Olympischen Komitee gemacht haben, war für die Paralympics in Peking 2008. Also haben wir auch ein kleines Jubiläum heute gehabt. Ja, natürlich ist es sehr wichtig, so ein Event gemeinsam zu haben. Ich glaube, das ist ein Vorzeigeprojekt. Für uns ist immer eine Freude, mit diesen Athleten und mit unseren Athleten gemeinsam diese Kollektion der Öffentlichkeit zu zeigen. Ich glaube, es ist nicht eine Frage von Selbstverständlichkeit, sondern es ist einfach so. Da denkt heute überhaupt niemand mehr darüber nach. Wir freuen uns gemeinsam und das ist das Wichtigste und gehen gemeinsam guter Dinge Richtung Peking. Natürlich auf die Paralympischen Spiele ist die Vorfreude sehr groß. Das ist ein Event, was alle 4 Jahre stattfindet. Von dem her ist das, wird es nie zur Routine, auch wenn es jetzt schon meine 4. Spiele wären. Peking wird sicher eine spannende Sache, dadurch, dass wir vorher noch nie drüben waren. Ja, mega für mich, weil das sind die ersten Spiele für mich. Ja, es wird sicher geil. Geiles Erlebnis. Das Gewand gefällt mir jetzt schon. Das Outfit sitzt, schaut gut aus und fühlt sich auch gut an. Also, ich freue mich.